und Boxentüren auf für unser Highlight-Rennen des heutigen Tages. 2400 Meter im großen Hansa-Preis der Baum-Unternehmensgruppe. Das kleine Feld kommt zum ersten Mal die Zielgerade hinunter. Und wie entwickelt sich der Rennverlauf? Etwas anders als erwartet, denn außen Naida wird heute sehr offensiv geritten von Adri de Vries, wo es am NH-Hotel vorbeigeht. Und jetzt an Ihnen unter Ihrem Beifall, meine Damen und Herren. Naida führt vor Pessimona. Dahinter sehen wir in dritter Position Nerium, außen davon ist es Torquato Tasso und das letzte Pärchen innen Ponty und außen davon Sunny Queen. Andra Starke muss die Stute immer schon mal so ein bisschen bei Laune halten, dort in letzter Position, aber sie hat natürlich Anschluss. Durch den Hornerbogen geht es mittlerweile hindurch. Naida führt, Pessimona wird so ein bisschen näher herangeführt. Dort Nerium an der Innenseite wartet dann natürlich auf die Open Stretch. Dort in der Zielgeraden außen Torquato Tasso, dann Ponty und dann Sunny Queen. Vom ersten bis zum letzten Kandidaten keine drei Längen, wo es gleich hier um den letzten Knick in die Zielgerade hineingeht. 450 Meter stehen dann noch an. Naida wird sofort attackiert, außen von Pessimona mit dem Schwung. Dann Torquato Tasso, Nerium versucht nachzusetzen, Sunny Queen und dann Ponty. Jetzt schwärmen sie alle breit aus. Wer ist vorne? Pessimona außen. Torquato Tasso noch weiter außen. Sunny Queen außen wird gewonnen. Torquato Tasso ist vorne. Torquato Tasso, der Galopper des Jahres 2020, der verabschiedet sich. Eine grandiose Vorstellung, meine Damen und Herren. Torquato Tasso für das Gestüt Auenquelle, für Marcel Weiß. Und perfekt vorgetragen von René Pichulek. Gewinnt gegen Sunny Queen, gegen Nerium. Dann war es eng zwischen Naida und Ponty. Und Pessimona war letzte. Er ist wieder zurück, der Derby-Zweite des vergangenen Jahres und der Galopper des Jahres, Torquato Tasso.